Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. In diesem Video stellt Mikey Mike seine Baumkletterausrüstung vor. Damit zeigt er, wie er auf die Bäume kommt, um zum Beispiel Geocaching zu machen. Hallo und willkommen im neuen Video von Pete. Ich möchte heute mal meine Kletterausrüstung vorstellen, die ich so benutze, wenn ich in die Bäume hechte. Also fangen wir an mit den Karabinern. Ich habe viele verschiedene hier. Das sind erstmal drei. Wir erklären die einfach mal. Das ist ein Schrauber. Verschließen tut er sich, indem man das hochschraubt. Dann ist er gesichert, geht nicht mehr auf. Dann haben wir ein Twistlock. Der öffnet sich nur, wenn man einmal dreht und dann nach hinten klappt. Hier der Trilock, den muss man erst nach oben schieben. Dann drehen und dann öffnet er sich. Dann habe ich noch den einfachen Clipper. Hier nochmal ein mit Drahtbügel. Die Clipper. Die Clipper sind eigentlich für den alpinen Bereich, für eine Expresse. So wird sie dann aussehen. Die sind schon fertig, das sind auch aus Bandschlingen. Und die hakt man dann im Prinzip in sein Sicherungsseil ein, wenn man im alpinen Bereich unterwegs ist. Machen wir das mal so, dass man das sich so vorstellen kann. So, hier an dem Ende hänge ich natürlich dran mit meinem Sicherheitsgurt. Das Ende hängt dann in den Bohrhaken im Felsen. Und dann kann man sich von Bohrhaken zu Bohrhaken weiter vorarbeiten. Und das klippt man dann ein, damit man sicher ist. So. Dafür sind diese Geschichten, also diese Karabiner gedacht. Ja, was haben wir noch Feines? Diverse Bandschlingen in verschiedenen Längen. Die sind jetzt 3 Meter, also einer davon ist 3 Meter. Die haben 1 Meter. Die hier haben 1,20 Meter Länge, wenn sie ausgerollt sind. Also so sehen alle Bandschlingen dann aus. Ne, diverse Längen. Das ist jetzt nur, diese Zöpfe sind nur geflochten. Erstmal, weil es kürzer ist und weil es schick aussieht und ja. Damit man gut im Baum aussieht. Ne? Die Prinzessin im Baum ist das. So, ich benutze die Bandschlinge zum Beispiel. Die ist jetzt 1 Meter. Wir stellen uns vor, das ist das Seil, an dem wir nach oben klettern wollen. Dann kommt die Steigklemme da rein. Den Twistlock, der kommt da rein. Die Bandschlinge rein. Also steht dann hier drinne und dann drückt man sich natürlich mit dem Bein nach oben. Dann schiebt man es wieder hoch und drückt mit dem Bein wieder nach oben. Also man geht dann quasi so nach oben. Eine Handsteigklemme. Die ist für den Vorstieg im Seil. Und so geht's hier nach oben. Umlenkrollen sind auch immer sehr wichtig. Na, normalen Umlenkrolle, so wird sie genannt, ja. Und die schiebt eigentlich nur den Knoten, wenn man hier dran zieht, nach vorne. Ansonsten hat sie keine Funktion weiter bei diesem System. Oder im Gegenzug nochmal das. Das heißt wirklich so Schitzel. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja. Das ist quasi eine gedrehte 8. Das schiebt einfach nur den Knoten weiter. Ganz wichtig beim Baumklettern, ein Helm. Ab durchs Blätterdach. Warum ein Helm? Ganz wichtig ist natürlich, den immer aufzusetzen bei der Baumkletterei, weil man muss immer mit Totholz rechnen im Baum. Ich sag mal, durch irgendwelchen Anlass abrutscht vom Ast, stürzt ins Seil und dann kann es sein, dass man eben halt mit dem Kopf an den Stamm schlägt und bewusstlos wird. Das minimiert diese ganze Geschichte ein bisschen, einen Helm, und deswegen immer einen Helm aufsetzen. Ein paar Handschuhe sind immer von Vorteil, um die Reibung am Seil, wenn man da sich ablassen tut, zu minimieren, nicht direkt auf die Hand zu übertragen, ist sehr angenehm. Dann haben wir noch ein 10 mm Seil vom Durchmesser her. Das nehme ich dann, um dort in den Baum reinzukommen, in die Krone.
Dann ganz wichtig noch zwei Abseilgeräte. Einmal die 8, ist bekannt, kennt jeder, der sich ein bisschen mit der Kletterei beschäftigt. Das Rig, auch bekannt. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist eben halt ein Sicherungsgerät, an dem man dann am Seil hängt. Diversen Kleinkram noch, ein Cambiumschoner, Kantenschoner, wie das auch genannt wird, für die Seilschonung. Ich mache den mal auf, der wird ums Seil rumgemacht. Das Seil kommt dann hier rein. Dann wird das zugemacht und dann wird das Seil geschützt vor Abrieb. Extrem wichtig, wenn man sich abseilen tut an scharfen Kanten, an Felsen, damit eben halt das Seil sich nicht durchscheuert. Das geht ganz schnell. Dann haben wir noch eine kleine Prosig-Schlinge, 8 mm stark, zwei Augen. Da kann man dann den Prosig-Knoten draus machen, zum Hintersichern, kann man zum Abseilen benutzen. Und wenn man jetzt zu dicht dran ist am Baum, um irgendwelche Arbeiten zu machen oder einfach nur die Aussicht zu genießen, man möchte sich ein bisschen weiter rauslehnen, zieht man am Knoten und bleibt trotzdem safe. Der greift immer sofort, deswegen auch Klemmknoten. Hups, so zum Beispiel. Ne? Ja, dann gehen wir nochmal über zu den Gurten. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Und zwar habe ich mal zwei verschiedene Sportklettergurte. Sind nicht unbedingt geeignet für die Baumkletterei. Das ist wirklich eher was für den alpinen Bereich an Kletterwänden und etc. Im Felsenklettern, Kletterstieg. Das ist jetzt etwas die sportlichere Variante. Du hältst das da drinne 5 Minuten aus, dann fängt das Ding an zu schnüren bis zum geht nicht mehr. Hier mal ein anderes Modell. Ist im Endeffekt auch nur ein Sportklettergurt. Nur, dass der eben halt dass der breiter ist. Aber sollte man auch nicht verwenden. So, jetzt kommen wir nämlich zum richtigen Gurt für die Baumkletterei. Sieht man das? Ja, sehr schön. Und zwar ist das nämlich extra für die Baumkletterei entworfen worden. Man sieht ja schon, der ist brachial groß und hat hier noch diese beiden Ösen. Das werden wir nachher auch später noch mal im Video zeigen, wofür die da sind. Ja, ich habe ihn mir noch mal ein bisschen modifiziert mit 2 Ringen. Das ist einfach nur für den Komfort im Baum, wenn man im Seil hängt. Der Gurt hier, der dreht sich quasi mit. Dafür sind die Ringe. Mehr Komfort, gerade im Baum, im Kronenvorstieg. Ja, muss man nicht unbedingt haben. Dann habe ich noch mal zusätzlich eine Rebschnur mit dran gemacht. Einfach nur als zusätzliche Sicherheit. Muss man auch nicht. Ist ja, und eben halt viele Laschen dran, überall, wo dann auch Material dran bammelt. So, dann haben wir noch die Kurzsicherung. Die Kurzsicherung besteht eigentlich aus einem 12 mm Seil, diese hier. Hier ist schon ein fester Karabiner verbaut, auch in einem Auge. Der ist natürlich ziemlich schwer, weil der aus Metall besteht, also richtig Eisen. Ja, hier sieht man dann einmal den schwäbischen Knoten, den schwäbischen Klemmknoten mit einem Karabiner und der Umlenkrolle. Das werden wir nachher auch noch mal kurz zeigen. So, gut, hier haben wir also die Kurzsicherung. Wir haken sie in diese Öse ein. Jetzt muss man sich vorstellen, man ist oben im Baum. Man steht auf einem Ast, so wie ich jetzt hier. Ich stehe auf 2 Ästen. Da. So. Nur in 20 Meter Höhe. Und man möchte sich jetzt zwischensichern. Das heißt, einmal drum. Ich hake das jetzt hier mal ein in die zweite Öse. Ups. So. Und dann
zieht man das einfach nur fest und dann hat man eine Standsicherung. Ist sicher im Baum, wird durch die beiden Seile gehalten. Und wenn man jetzt zu dicht dran ist am Baum, um irgendwelche Arbeiten zu machen oder einfach nur die Aussicht zu genießen, man möchte sich ein bisschen weiter rauslehnen, zieht man am Knoten und bleibt trotzdem safe. Der greift immer sofort, deswegen auch Klemmknoten. Hups, so zum Beispiel, ne? Kann man im Baum dann abrutschen. So, und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Wenn man jetzt wieder ein bisschen dichter ran möchte, braucht man eigentlich nur hier dran ziehen. Ziehen, 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 bis man in der gewünschten Position ist. Und man lehnt sich wieder entspannt zurück und ist safe. So, dann habe ich dasselbe Spielzeug nochmal als 30 Meter Variante. Ja, dann haben wir noch ein ganz besonderes Spielzeug. Das mag ich auch sehr. Der sogenannte Hookhaken. Den verbindet man, ich nehme mal einen Trilock, so mit einem Karabiner. Und dann ist das quasi wie so ein Enterhaken. Den schmeißt man dann so schön über den Ast. Wenn er dann im Ast hängt, so, dann kann man sich quasi mit diesem System, was dann am Gurt dran ist, von einem Baum zum nächsten hangeln. Das ist geil. Das ist ein absolut geiles Spielzeug. Okay. So, und um überhaupt erstmal in den Baum zu bekommen, kommen zu können, gibt es diese kleinen Spielzeuge hier, genannt Wurfsäckchen, verschiedene Gewichte, 400, 350 meine ich. Und der hier hat 200. So, das ist ja Geschmackssache, wie man am besten damit umgehen kann, mit dem Werfen. Ich habe zum Einstieg in den Baum, nämlich den 250er. Im Baum, wenn ich mit der Kurzsicherung, also quasi mit der BKS, weiterklettern tue, dann kommt der an einem kleineren Karabiner ran. So, diese Kombi kann man dann nehmen und dann ein bisschen schwingen und ab über den nächsten Ast, der über einem ist. Hier hängt man ja dran, am Gurt quasi. Und dann kann man sich ja hochziehen. Dann natürlich ganz wichtig die Pilotleine. Ich habe jetzt hier 60 Meter eine Kunststofffaser, damit man das Seil auch in den Baum bekommt. Eingehängt, weil ich verfault bin. Eigentlich soll man sie knoten. Ich bin faul, habe einen kleinen Karabiner dafür. Geht außerdem viel schneller bei Fehlwürfen. Ja, und dazu gibt es dann auch diverse Wurftechniken. Das müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Das ist zu viel. Ja, gut. Das ist meine Ausrüstung. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Freude oder Spaß daran gehabt habt an diesem Video und ihr das selber ausprobieren möchtet, nehmt euch bitte die Zeit, nehmt ein paar Mücken in die Hand und macht einen Kletterkurs. Lasst euch das von Profis zeigen, denn es kann wirklich sehr gefährlich werden im Baum.